Wann darf ich fremde Marken benutzen? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, unter welchen Umständen man fremde Marken selbst benutzen darf. Haben Sie sich schon mal gefragt, unter welchen Umständen Sie fremde Marken benutzen dürfen? In diesem Video erkläre ich die unterschiedlichen Konstellationen, in denen man fremde Marken benutzen darf. Zu einigen dieser Fälle habe ich auch schon konkretere, längere Videos gemacht. Die einzelnen Konstellationen sind im Wesentlichen die explizite Erlaubnis, die Verjährung, die Erschöpfung der Markenrechte, die Verwirkung von Markenrechten, ältere eigene Marken, beschreibende Benutzung von Marken, Ersatzteilgeschäft oder die Nichtbenutzung der älteren Marke. Im einfachsten Fall hat der Inhaber der älteren Marke die Benutzung der Marke schlicht erlaubt. Also er hat eine Lizenz erteilt oder eben im Rahmen eines Affiliate-Programms die Benutzung der Marke erlaubt. Die Benutzung einer fremden Marke kann vom Markeninhaber aber auch nicht mehr verfolgt werden, wenn die Benutzungshandlung einfach verjährt ist. Hier gelten die regulären Regeln aus dem BGB, also dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Im Markengesetz gibt es hier ganz konkrete Verweise auf entsprechende BGB-Normen. Also einfach im Gesetz nachsehen und dann ist man schlauer. Die Verwirkung der Markenrechte bedeutet, dass der Markeninhaber im Prinzip laut Gesetz gegen einen potenziellen Markenverletzer oder den Benutzer einer Marke eben nicht mehr vorgehen kann, wenn er von dieser Benutzung länger als 5 Jahre positiv Kenntnis hat. Die Verwirkung für Waren hat der BGH allerdings in einer Entscheidung zum Hardrock-Café vor nicht allzu langer Zeit praktisch ausgehebelt. Er hat nämlich gesagt, dass jeder einzelne Verkauf, zum Beispiel eines T-Shirts als Merchandise-Artikel, immer wieder diese Verwirkungsfrist von 5 Jahren in Gang setzt. Und also hat der Markeninhaber jedenfalls immer das Recht, die Unterlassung zu verlangen, egal wie lange er schon von diesen Warenverkäufen weiß, weil eben ja die 5-Jahresfrist der Verwirkung für das konkrete T-Shirt, was eben gestern verkauft worden ist oder heute verkauft wird, eben noch nicht abgelaufen ist. Bei Verfahren oder bei eben Tätigkeiten, Dienstleistungen sieht das etwas anders aus. Da hat der BGH das Konstrukt der Dauerbenutzungshandlung sich gebaut. Und da kann also das Hard Rock Café in Heidelberg in dem Fall weiter eben die Gäste bewirten. Und der Hard Rock Café darf eben aber keine Waren mehr verkaufen, also keine Merchandise-Artikel zum Beispiel. Die Markenrechte können auch erschöpft sein. Das heißt, wenn der Markeninhaber ein bestimmtes Produkt innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, also etwas weiter als die EU, eben auch Norwegen und verschiedene andere Länder, sein Produkt in den Markt gebracht hat, also eingeführt hat, in Verkehr gebracht hat, also zum Beispiel verkauft hat, dann kann er den Weiterverkauf nicht mehr verhindern. Man verkauft ja Originalprodukte und wenn man das nachweisen kann, dann kann der Markeninhaber da eben auch nichts tun. Wenn man im europäischen Wirtschaftsraum zum Beispiel Restposten in Italien aufgekauft hat, kann man die relativ problemlos in Deutschland auch weiterverkaufen. Jetzt kommen wir zu einer Konstellation, die für viele Händler sehr relevant ist, und zwar die beschreibende Benutzung von Marken und das Ersatzteilgeschäft. Wenn ich also zum Beispiel schreibe, Scheibenwischerblätter geeignet für BMW Z3 und das eben im Fließtext verwende, ohne eben BMW Z3 grafisch hervorzuheben oder irgendwie sonst anders kenntlich zu machen, dann ist diese Benutzung in der Regel erlaubt. Anders sieht es aus, wenn ich ein Logo eines berühmten Automobilherstellers, in einem Fall, der vom BGH verhandelt wurde, war es VW, eben verwende und das VW-Logo als Autowerkstatt groß draußen dran an der Werkstatt habe oder eben in Prospekten das VW-Logo verwende. Wenn ich einfach auch hätte sagen können, Reparaturwerkstatt für Fabrikate der Marken VW, Jaguar, irgendwie und eine Aufzählung, dann ist das nicht erlaubt, dann hat man die Grenze überschritten. Also man darf diese Marken benutzen als beschreibende Angabe, wenn man sie nicht in irgendeiner Weise vermeidbar herausstellt. Eine weitere Konstellation ist die, wenn ich selbst eine ältere rechtskräftig eingetragene Marke oder ein Unternehmenskennzeichen habe, ein deutschlandweites, dann kann ich auch
diese Marke natürlich weiter benutzen, weil nämlich die jüngere Marke, also die fremde Marke, die ich benutze, löschungsreif wäre zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich könnte ja jederzeit aus meiner älteren Marke, aus dem älteren Firmenkennzeichen, die Löschung beantragen, weil eben diese dritte jüngere Marke mit meiner älteren Marke verwechselbar ist. Die letzte wesentliche Konstellation ist der Verfall. Das heißt, wenn ich dem Gericht zeigen kann, dass die Marke innerhalb der letzten 5 Jahre nicht benutzt worden ist oder nicht rechtserhalten benutzt worden ist, dann kann ich diese Marke eben auch als Dritter einfach verwenden. In diesem Fall bietet es sich allerdings an, dass man die Marke selbst anmeldet und Löschungsantrag gegen diese dritte Marke stellt, wegen Verfalls. Denn der Inhaber dieser Marke kann im Prinzip ohne diesen Löschungsantrag oder die Kenntnis, dass diese Marke gelöscht werden könnte, jederzeit die Benutzung aufnehmen und dann eben erneut klagen oder erneut abmahnen. Und dann sitzt man in der Falle und muss sich dieser Forderung strecken im Prinzip. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wann man fremde Marken, unter welchen Umständen man diese fremden Marken benutzen darf. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.